So the old god is dead. It has come to this at last. The blood of a god has opened the way. Good, Gabriel, very good. There is only one true god, and all usurpers must be cast aside, though Pan's sacrifice was not in vain. Now our warrior of light can proceed to his final destiny. The Lord of the Dead is the most powerful of the Lords of Shadow. Gabriel will need every ounce of his being to defeat him. I worry for him, though. His mind is tired, broken even. He questions his faith. He questions his heart. Can he succeed? Come, my friend, just a bit further, and you shall see your Marie again. So soll es sein. Na dann, weiter geht's für uns. Das ist ein ganz schön weiter Sprung, so wie mir scheint. Aber machbar für uns. Wir sind ja mittlerweile wirklich gut ausgerüstet, was weite Hüpfer angeht. Und ich bin echt gespannt, auf was wir hier zusteuern. Komm ich da rüber? Ja, sehr gut. Sieht auf jeden Fall nach einem spannenden Weg aus, den wir hier nehmen. Okay. Mumien. Ups. Wenn ich hier schon Dolche rumliegen habe, dann benutze ich die auch. So, schaffe ich das denn auf die Entfernung? Wie weit ist die Reichweite von den Dingern? Oh ja, tatsächlich. Die ist ganz gut. Aber ich kann bloß einmal in den Sack. Alles klar. So, dann wollen wir uns kurz hier die neuen Gegner anschauen. Ach, es ist so weit unten. Das hätte man ein bisschen besser lösen können, muss ich sagen. Zombies, aha. Größe mittel, Schwierigkeit niedrig. Zombies sind die einfachsten Geschöpfe eines Meisternekromanten und bilden das Grundgerüst der Armee des Fürsten der Toten. Diese reanimierten Leichen sind ein Mischmasch aus verschiedenen Körperteilen, die zu mehr oder weniger menschlichen Gestalten zusammengenäht wurden. Man kann durchaus auch Zombies begegnen, die mehr als einen Kopf oder zahlreiche Arme besitzen. Zombie-Kadaver sind äußerst anfällig und schwach, also greifen sie gewöhnlich in großen Gruppen an, um den Feind mit ihrer schieren Zahl zu überwältigen. Na gut. Dann wollen wir uns mal den Zombie-Horden stellen, würde ich sagen, wa? Soll ich jetzt darüber hüpfen oder wie? Ne, hier ist eine Kante, ne? Ja, genau. Habe ich doch richtig gesehen. Kann ich hier runter und dann da an die Kante greifen? Nein, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir müssen oben lang, oder? Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass wir Zombies ganz gut im Flächenangriff besiegen können. Die scheinen auch nicht die schnellsten zu sein. Und auf die Art und Weise ist es nun wirklich nicht das Problem. So, nichts für uns zum Sammeln, was wir nicht schon vorher gehabt hätten. Okay. Halt. Ja, geh doch mal bitte hier. Dankeschön. Können wir hier unten lang gehen? Nee, können wir nicht. Dann vermute ich, müssen wir wirklich in den Hüpfer wagen. Hm? Kann das sein? Das sieht aber viel zu weit aus, um so weit zu springen. Ist es auch. So weit kommt doch keiner. Hier geht's auch hoch. Auf dem Wege. Siehste mal. Das ahnt doch keiner. Ich dachte, ich muss den weiten Hüpfer machen. Aber es geht auch etwas einfacher. So. Ein weiterer Lichtmagiestein für uns. Sehr, sehr schön. Also in Sachen Lichtmagie geht es wirklich vorwärts. Da sind wir auch schon ein ganzes Stück weiter als bei der Schattenmagie, würde ich denken. Nein, komm, jetzt greif mal die Kante, bitte. Gabriel, danke. So, wo müssen wir denn dann lang? Ich glaube, hier links war noch ein Weg, der geleuchtet hat, ne? So eine Kante. Und ich glaube, das ist... Ist das die Kante, über die wir gekommen sind? Ich glaube nicht, ne?
Nee. Dann ist das wohl unser Weg. Und ich fürchte, wir müssen uns beeilen. Denn sehr sicher ist ja wohl nichts. Okay. Ah, hier unten ist was zum Festhalten. Sehr gut. So, na, bist du wieder da, Lotte? Mein Katzi besucht mich schon wieder. Das passt dir nicht so richtig, dass ich hier gerade sie ignorieren muss. Ein sympathisches Bauwerk. Ich würde sagen, wir gehen den Hausherrn mal besuchen, oder? Gut, das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt, aber was soll's. Müssen wir springen? Ich mach's einfach mal. Okay. Da war was, um die Kette zu benutzen. Alles klar. So, erstmal den. Und zack. Das war interessant. Oh nein, du schon wieder? Es ist doch immer das Gleiche mit euch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal den Chupacabra treffen, ehrlich gesagt. Du cheatest! Das gefällt mir gar nicht. Okay, ich glaube, wir brauchen dunkle Kristalle, um das hier zu lösen. Aber schauen wir mal. Ein Rätsel, das dachte ich mir schon. Endlich, es hat mich tagelange harte Arbeit gekostet, aber ich habe einen Weg gefunden, die drei Schlösser des großen Vogelkäfigs zu schließen. Es war so einfach. Ich brauchte nur einen Energiekristall, um die Schlüssel zu betätigen. Jetzt müssen die anderen Ritter die Kreatur hierher locken, damit wir sie darin einsperren und aus diesem verfluchten Friedhof verschwinden können. Genau das dachte ich mir. Schauen wir doch mal, wie das Ganze sich darstellt. Dieses Gerät ist kaputt, okay? Ah, ich muss diese Dinger verschieben. Alles klar. Gut, probieren wir es erstmal links. Ich weiß nicht, ob das die richtige Position ist, aber sieht danach aus. Okay. Was tue ich da gerade? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Schieb mal in die andere Richtung. Kann ich das noch weiter rüberhauen? Ja, prinzipiell ja. Aber es bringt mir irgendwie nicht so viel, glaube ich. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen weiter rumprobieren. So, genau, der Kristall ist schon vollständig. Da gibt es also eigentlich nicht so viel zu tun. Ah, hier können wir schon was machen. So, was bedeutet das für uns? Hauen wir das Ding nochmal einfach bis zum Ende rüber. Und nehmen diesen kleinen Lebensstein mit. Da bin ich doch dabei. Oh! Hallo, mein Kleiner. So, ich glaube, vor den Gegnern brauchen wir keine wirkliche Angst zu haben hier. Ah, jetzt macht das mit dem Drehen auch Sinn, glaube ich. Halt, falsche Richtung. Da lang? Nee, ne? Oder? Wo muss das denn hin? Hier so durch, ha? Ah! Okay. Zerstöre jetzt die anderen Köpfe. So weit, so gut. Erstmal sollten wir auf jeden Fall
einen neuen Kristall zusammensammeln. Und der kleine Chupacabra sollte lieber mal die Klappe halten, sonst geht's ihm gleich ganz gewaltig an den Kragen. So, ich platziere das Ding schon mal hier. Und dann sollten wir mal kurz schauen, wo wir hier vielleicht ein bisschen mehr Kristallzeugs kriegen. Komm, verzieh dich. Hier drüben war doch was, ne? Ah, wobei, der Kristall hier scheint nicht mehr zu funktionieren. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, vor den Zombies braucht man wirklich keine Angst zu haben. Die kommen mir wie die einfachsten Gegner vor, die wir jemals hatten, ehrlich gesagt. Oh, hier liegt noch einer, siehst du mal. Noch ein Lebensstein, wow. So, haben wir hier hinten vielleicht irgendwas? Nee, hier waren wir ja schon. Wir brauchen einen neuen dunklen Kristall. Ich lasse die Biester jetzt einfach mal links liegen. Die sind mir jetzt gerade egal. Ja, ja, ich weiß schon, dass ich meine Kräfte zurück benötige. Aber ich hatte vielleicht gedacht, dass ich hier irgendwas schon machen kann. Dann eben nicht. So, wenn ich das Ding zurückprügel. Oh, komm schon. Jedes Mal steht der Kerl von neuem hier. Kann ich vielleicht eins von den Dingern mit dem anderen aktivieren? Geht das? So, einfach mal so nach drüben. Na, diese blöde Steuerung von dem Teil. Genau das war der Gedanke. So, geh doch bitte mal hier ran. Und dann richten wir das einfach mal hier auf diese Quelle aus. Ah, das geht nicht, okay. Aber ich komme durch die Lücke. Alles klar. Kann ich hier irgendwas machen? Nein, das Gerät ist immer noch kaputt. Okay. Da ist kein Kontakt mehr da. Das ist natürlich schade. Habe ich gleich meine Lichtquelle hier wieder zurückgefeuert. So, räumen wir erstmal ganz kurz auf. Das stört mich ein bisschen, dass die hier rumspringen überall, die Viecher. Aber ich meine, die kommen ja eh immer nach. Von daher bringt es eigentlich gar nichts, hier klein zu hauen. So, wie können wir denn hier drüben... Es muss durch diese Lücke auf jeden Fall, glaube ich. Hier brauche ich einen neuen dunklen Kristall. Okay. Oh, sind die nervig. Also wirklich bloß nervig. Die sind ja nicht gefährlich oder so. Die sind einfach nur nervig. Guten Tag. So, hier drüben kann ich aber nicht mehr rangehen, ne? Wie machen wir denn das? Wo muss ich denn hier neue Energie herholen? Ist die Frage. Ich meine, irgendwo muss es doch hier noch was geben, oder? Ja, lass mich mal durch hier. Bringt es mir was, das wieder zurückzuschießen? Eigentlich... Nee. Warum sollte es? Lassen wir das mal dort stehen. Guten Tag. Aber ich glaube, diese Aktivierung, wie wir das gerade eben hatten, wird hier nicht nochmal funktionieren. Schön die Füße stillhalten, Leute. Hier kann ich immer noch nichts machen, ne? Nein. Jetzt muss man doch irgendwas bringen, das nach da drüben zu befördern. Könnte ich... Ja, von hier aus könnte ich das da durchfeuern. Genau. Lass mal sehen, ob ich irgendwie ein bisschen Licht da drauf kriege. Von irgendwo anders vielleicht. Schieß nochmal zurück. So, hier hin. Ihr seid schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Nein, ich will nicht das Ding wieder wegfeuern. In front of you. Can you see me? Oh, hier liegt noch einer. Siehst du mal. Den nehme ich natürlich auch gern mit.
Eine weitere Rolle für uns. Diese Hitze ist unerträglich. Ich glaube nicht, dass ich das durchstehe. Wären Gandolfi und seine unglaubliche Erfindung nicht gewesen, dann wäre ich gar nicht erst so weit gekommen. Gott schütze ihn und denjenigen, der erwählt wird. Gott schütze uns alle vor dem Zauber. Heißt das, es gibt mehrere von diesen Kreuzen? Ich dachte, es gibt bloß das eine, das Gabriel besitzt. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, muss ich zugeben. Ah, nicht so rumdrehen, bitte. Moment, ich muss das mal ganz kurz hier aufräumen. So, jetzt können wir. Bringt es mir denn was, hier durchzufeuern? Nee, ne? Ich krieg's auch nicht hin, das da drauf auszurichten, dass das dort stehen bleibt. Der geht immer drüber weg über die Lücke. Nee, ich glaube, hier ist nichts so wirklich. Können wir vielleicht einfach... Wartet mal, das muss ich mal probieren. Können wir vielleicht einfach den Kristall zurücknehmen? Oh, tatsächlich! Sagt mir das doch! Wenn ich das gewusst hätte. Ja, dann gehe ich natürlich drüben hin und aktiviere das. Oh, gar nicht gesehen. Hallo. Lasst mich mal an euch vorbei. So, hätte ich das mal eher gesehen, dass ich das auch einfach da rausnehmen kann. Na dann! Das vereinfacht die Sache natürlich ein bisschen. So, wo drehen wir das denn jetzt hin am besten? Ja. Ich vermute mal, es gibt nicht den direkten Weg jetzt gerade. Genau, das sollte doch passen. Jawohl. So, mein Freund. Jetzt gibt's aufs Maul. Gib mir meine Stiefel wieder. Erstmal hau ich dir ein bisschen auf die Fresse. Das hast du einfach verdient. Und dann her mit meinem Zeug. Kein schweres Rätsel, wenn man erstmal weiß, was man eigentlich machen muss. Ich nehme mir ein bisschen Lebensenergie und werde nochmal ganz kurz diesen Kristall, insofern es geht, wieder rausholen. Ja, dann nehme ich ihn natürlich auch wieder mit. Warum sollte ich ihn hier lassen, wenn ich ihn auch einfach behalten kann? Oh, hallo. Ich sehe schon, ein Empfangskomitee wartet auf mich. Ein zugegebenermaßen ziemlich lustiges, weil wir hier schön schlachten können. Das macht Spaß auf jeden Fall. Das hat schon was für sich. Ich glaube, wir arbeiten uns einfach mal so in Richtung Tor vor. So, wir sind ja gleich da. So, was kann ich denn hier aktivieren? Mit der Faust. Okay. So, Nummer 1. Oh, ich muss beide gleichzeitig aktivieren quasi. Und schnell rüber. Ja, lass mich mal durch. Ach, so schnell schafft das doch keiner. Was? Moment. Was? Das ist speziell. Ich glaube, ich weiß aber, was ich machen muss. Dazu brauche ich bloß noch ein bisschen Schattenmagie. Und es wäre sehr geil, wenn ich dabei nicht so gestört werden würde. Ja. So, ein bisschen Schattenmagie für mich. Insofern es geht, ja. Seid ihr so freundlich? Gut. Sollte reichen. Das ist total abgefuckt hier. So. Jetzt geht's los. Ah, das war nicht, was ich wollte, aber reicht. Rätsel Nummer 2 gelöst. Weiter geht's zu uns. Wir laden kurz auf. Und ich glaube, damit sollten wir das Level doch auch geschafft haben, oder? Ja.
Schritt, ein Bringglück herein. Wir haben den Feuerfriedhof hinter uns gelassen. Und jetzt wird's interessant im Krematorium.